Heute mal wieder ein wenig Real Talk und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, es ist mal wieder ein bisschen Zeit oder an der Zeit, so ein bisschen Real Talk mit euch zu quatschen. So würde ich das mal so ausdrücken. Also erstmal, wie es auch im Bildchen steht, nie wieder. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder etwas mache, sondern ich schicke nie wieder Rathaus Szena in eine Kristall 3 Liga. So muss man es einfach mal sagen. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Diese Woche hier macht überhaupt keinen Spaß, also nicht nur mir macht sie keinen Spaß, sondern auch die Beteiligten. Aber die Beteiligten, die legen dann auch wirklich dann nochmal eine Schippe drauf, ne? Also von Angreifen ohne Held oder sagen wir mal so mit einem Helden, wo man drei hat, über Angreifen immer ohne Belagerungsmaschine, weil man hat ja überhaupt keine Zeit. Ja, man hat ja keine Zeit zu warten. Und wenn man dann überhaupt keine bekommt und nicht mal fragt, kann ich mal eine Belagerungsmaschine haben, bitte, bitte. Wenn man halt keine Zeit hat, hat man halt keine Zeit. Oder wenn es einem schlecht geht. So wie mir im Moment. Mir geht es im Moment nicht so gut, Leute. Deswegen habe ich gestern auch nicht gestreamt. Und was musste ich denn hier noch lesen? Es gab ja abenteuerliche Sachen, kann ich euch sagen. Abenteuerlich. Wo es dann hieß, ich wusste überhaupt keine Taktik, deswegen habe ich nicht angegriffen. Ich kann es verstehen. Ein Zeppelin, okay. Ich kann es echt verstehen. Ich bin hier jetzt mit Thorsten gerade in dem Clan Deutschland Ed und die beiden kriegt er gleich auch noch. Die habe ich nämlich mit dem Basti fertig. Ich weiß, es macht keinen Spaß. Ich will auch gar nicht reingucken. Wir haben alle Kriege hier verloren und werden auch weiterhin verlieren. Es liegt einfach an dem Matching hier. Also in Kristall 3 Leute mit Rathaus 10ern. Das geht nicht. Ich meine, wir spielen im Clan Free-to-Play auch in Kristall 3, aber dort sind wir 11er und 12er, wenn nicht sogar schon 1.13 oder so. Und da ist es nicht ganz so schlimm, wenn er dann Hit up muss. Aber hier war es in dieser Woche doch schon sehr, sehr schlimm. Um mit euch so ein bisschen, wie machen wir das jetzt am einfachsten? Lass mich mal gerade überlegen, wie machen wir es am einfachsten? Also hier, diese Woche hake ich ab und ich mache das halt nie wieder. In dieser Form. Also wir müssen uns dann was überlegen oder wir sagen halt, okay, wir spielen beim Clan Herausforderer die Liga mit 15 Leuten in Meister 3 vermutlich wieder und dann kommen die unteren halt nicht mit. Dann kriegen die halt ihre Trostersatzmarken und dann soll das so sein. Ich würde sagen, ich springe trotzdem mal kurz in die anderen Clans rein, also einmal zu Free-to-Play und einmal zu den Herausforderern. Und dann gehe ich natürlich auch noch auf den Kaufworten ein, gar keine Frage, und auch auf die Szenerie, denn nicht die Szenerie, sondern die Challenge, da habe ich was zu gefunden und was ich euch nicht vorenthalten wollte, bevor ihr da lange sucht. Also springen wir einmal rüber, würde ich sagen. Wir gehen einmal erst zu Free-to-Play, da bin ich mit dem Alexa am Start. Da schlagen wir uns eigentlich ganz gut und ist auch Kristall 3, ist gleiche Liga, aber so ein bisschen anders. Also auch hier haben wir sogar schon einmal gewonnen. Ja, und hier müssen wir müssen auch hier hoch ran. Ja, aber ich meine, das ist immerhin 12 gegen 14. Ja, je nachdem, wie schwer so ein 14er ist, wer dann hier unten irgendwo hart versagt, sage ich mal, da machen wir das dann zu und lassen das oben einfach außen. So machen wir hier unsere Sterne, muss man ja auch sagen. Und so werden wir auch die Liga hier wieder halten. Ihr seht das, die letzten unten sind schon relativ weit abgeschlagen und wir sind sogar auf dem Weg, vielleicht sogar Vierter zu werden oder so. Also hier geht es eigentlich, macht auch nicht wirklich Spaß, aber hier ist es zu ertragen. So muss man es ganz klar sagen. Hier ist es sehr, sehr gut zu ertragen. Und ihr seht auch hier, wir lassen hier oben einfach aus, falls irgendwo jemand eine Nullnummer hinlegt. Ich guck mal. Nö, aber ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, wenn er Tät die hier unten gemacht hat. Er wusste dann wohl, dass er auf jeden Fall seine 100% schafft, also 12 auf 12. Das ist ja eigentlich genau das, was hier gespielt wird. Guck mal wenigstens mal rein in einen Angriff, bevor ich euch dann gar kein Clash of Clans mehr zeige und hier wirklich nur mit euch rumquatsche. Ich denke, das war gestern Abend die bessere Entscheidung als dass ich gesagt habe, mir geht's wirklich schlecht und oder mir geht's im Moment etwas bescheiden und ich mich habe nicht dazu hinreißen lassen, mich doch hinzusetzen, mit euch ein bisschen zu streamen. Das hätte überhaupt nichts gebracht. Es bringt auch für den Zuschauer nichts, wenn der Streamer
sage ich mal, angeschlagen ist oder nicht wirklich Lust hat, das hilft keinem. Das hilft weder euch noch mir. Und deswegen habe ich gestern die Entscheidung so getroffen. Ich glaube, das war auch die bessere Entscheidung, mich ins Bett zu legen, anstatt zu streamen, muss man ganz klar sagen. Ein bisschen Ruhe. Ich bin im Moment so unheimlich müde den ganzen Tag irgendwie. Weiß auch nicht, wie das kommt. Ach ja, aber für eine Folge für heute reicht es in jedem Fall, bevor mir das Ganze wegläuft. Ich weiß nämlich nicht, wie das hier gerade mit Wiederholung aussieht, wenn hier eine Wartung war. Es war ja, glaube ich, was, denn es kam ja was in den Shop rein, also auch den kaufbaren Warden-Skin habe ich nicht übersehen. Also ich habe den ja auch mitbekommen im Supercell-Discord und also bei dem im Supercell-Creator-Discord und hatte auch die Dateien, aber ich bin ganz ehrlich, ich war einfach zu schlapp, um dort ein Video von zu machen. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Mich wundert sowieso so ein bisschen, dass im Moment so viele Kaufsachen so kurz hintereinander kamen. Ich meine, es gab jetzt gerade vor gar nicht allzu langer Zeit auch zwei Kaufsachen und jetzt schon wieder die nächsten Kaufsachen. Ich weiß auch nicht, was bei Supercell los ist, aber ich meine, ja, ihr könnt jetzt euer Schattenset completen. Ich meine, ihr müsst dann einmal in den sauren Apfel beißen und müsst euch den Warden-Skin dann leider kaufen. Aber er sieht ja auch recht hübsch aus, aber gehe ich gleich etwas tiefer mit euch rein und ist aber in jedem Fall, na, wie soll man sagen, ist aber in jedem Fall ganz schick. Und auch die Szenerie finde ich eigentlich sehr augenschonend. Bei mir geht es immer um augenschonend, Leute. Das ist einfach so. Ich denke mal, das kommt dann eher vom Alter oder so, keine Ahnung. Es gibt ja diesen einen hellblauen, der da so ganz empfindlich für Augen ist. Aber der jetzige, also das, die jetzige Szenerie ist wieder A, was fürs Auge und ist es sehr, sehr augenschonend. Okay, Tutmosis hier. Rathaus 11 auf Rathaus 11. Mit einem Hybrid. Okay, im Rathaus 11 Bereich. Ah, hat die Tage gerade jemand gefragt in den Kommentaren, Mensch, kannst du mal was machen für Rathaus 11? Und dann muss ich ihm leider antworten, im Moment bin ich selber nur mit einem Elfer in der Liga hier, nämlich mit dem Donnerbengel. Und mit dem muss ich allerdings im Moment nur Hit uppen. Und wenn ich selber mal wieder ein bisschen vermehrt Elfer spiele, dann haue ich auch sicherlich da mal wieder eine nette Taktik raus. Aber das ist eine hier, Leute. Das ist eine, die man auch eher selten sieht im Rathaus 11 Bereich. Nämlich ein Hybrid. Vieles geht hier immer noch ein bisschen mit Luft. Ein Hybrid oder ein Go-Lalo oder ein Queen Charge Lalo sieht man auch im Moment zumindest bei uns sehr, sehr selten. Aber hier mit dem King und der Queen erstmal vorweg. Okay, die Queen hat da das ganze Abteil da hinten gemacht. Clanburg ist schon eliminiert und er hat jetzt schon ein komplettes Compartment da rausgenommen. Also schön mit der Queen gefunnelt. Setzt jetzt noch die Kaserne hinten ein. Auch, denke ich mal, eine gute Wahl. Mal sehen, ob da noch zusätzlich Hogs rauskommen. Also more Hogs. Und naja. Ja, wie gesagt, ich weiß selber, dass diese Liga hier echt nicht the yellow from the egg ist. Und ich weiß aber auch nicht, was man dagegen machen kann. Man kann ja, ich meine, was würdet ihr machen? Man kann ja jetzt nicht sagen, ich bin mit meiner Truppe hier in der falschen Liga. Ich möchte gerne in meine Wunschliga. Da muss man absteigen. Da muss man einfach 15 Leute zusammentrommeln. Muss sagen, pass mal auf, Leute, wir gehen in den Clan rein. Join den Clan, starten die Liga und dann gehen wir wieder raus. Dann warten wir eine Woche. Und dann sind wir abgestiegen. Das machen wir 2-3 Mal, bis wir, sage ich mal, wieder in der passenden Liga sind. Und dann kämpfen wir wieder ganz normal weiter, entweder um Aufstieg oder um Liga halten, je nachdem, wie man sich dann letztendlich anstellt. Aber so, eigentlich kann es nicht anders sein. Oder aber, man gründet immer neue Clans und lässt sich neu in die Liga matchen. Dann passiert das sicherlich auch nicht, dass du plötzlich mit einem ganzen Haufen Zehnern hier nur Rathaus 14, 13 und 12er machen musst. Weil ein bisschen Matching gibt es ja.
wenn auch nicht ultra viel, aber ich denke mal, wenn man jetzt nur mit Elbern und Zehner in eine Liga startet, dann startest du nicht in Kristall 3, denke ich mal. Kann ich mir zumindest jetzt nicht so vorstellen. Aber sehr, sehr schick hier und ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch gewinnen. Also auch hier, wie gesagt, Abstieg ist eigentlich nicht mehr drin. Wir werden wahrscheinlich um den vierten Platz spielen und last but not least einmal die Herausforderer. Da bin ich im Moment ja mit dem Avatar noch unterwegs, habe schon meine Angriffe alle gemacht. Max, könnten wir eigentlich mal eben spenden? Ja, ich spende fast nur mit Gems, ich weiß. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich spende fast nur mit Gems hier. Aber hier sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus. Leute, einmal gewonnen, seht ihr da unten den grünen Haken? Yes. Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen, aber es war ein Unentschieden. Aber dennoch nach Prozenten gewonnen. Echt cool. Und der Gegner hat auf jeden Fall 15 Angriffe gemacht und wir nicht. Denn wir haben im Moment, ja, einer, der rausgegangen ist, der hatte wahrscheinlich die Faxen dicke. Den haben wir versucht wieder einzuladen, aber kommt nicht wieder rüber. Und ich denke mal, ist immer noch clanlos, hat immer noch keinen Clan. Ja, der soll wiederkommen, Mensch. Zumindest zu den Herausforderern dann. Der Gladiator hat angegriffen. Da haben wir eigentlich gedacht, dass der auch nicht im Moment da ist. Und ja, bisschen Clash of Clans geht immer beim Toti. Also der Mortus hier 14 auf 14. Auch gegen eine fast die gleiche Base, wie wir jetzt eben gesehen haben im Elfer-Bereich, ne? Also nicht fast so, aber so sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Mal sehen. Auch mit einem Hybrid. Und mit ein Eisgolem dabei. Okay, mal sehen, wann er und wie er den setzt. Bin ich mal gespannt. Er hat keine Bedspells oder so dabei. Mal sehen, wo er den dann rauszieht, um ein wenig weiterzukommen. Hat aber erstmal ein bisschen gefunnelt, dass er seine Queen nicht zum Funneln benutzt, sondern dass die Queen schon mal Richtung Mauer geht und das erste Compartment hier sicherlich rausnimmt. Kann eigentlich nur noch reinlaufen jetzt, denn das nächste Lager müsste eigentlich ein bisschen zu weit entfernt sein, dass die Queen draußen lang geht. Macht sie auch nicht. Ah, er setzt da jetzt den Eisgolem. Das ist ziemlich gefährlich, weil der auch Schaden hat. Hat er den jetzt gesetzt? Ja, weil der auch Schaden nimmt. Und die Heiler sicherlich unter Umständen switchen könnten. Aber er friest damit den Adler. Das ist sehr cool. Friest damit den Adler. Entweder hat das bewusst gemacht oder eher unbewusst gemacht. Ich tippe drauf, dass letztiges das war. Eher unbewusst. Aber so ein bisschen Glück kann man ja auch haben. Funnelt jetzt hier unten mit dem King so ein bisschen weiter und kommt hier jetzt über die nächste Ecke. Die können jetzt gar nicht mehr großartig woanders hin. Mit den Schweinereitern hat noch zwei Mauerbrecher, einen Ballon und noch vier Magier. Zweimal Frieszauber. Mal sehen, wo er die eingesetzt hat. An den Scattershots vielleicht, kann ich mir vorstellen. Oder auch am Rathaus. Riesenbombe, aber absolut in der Heilung und in der Wardenaura. Die ganzen Truppen hier. Hat allerdings auch keine Headhunter dabei für unter Umständen den King, aber ist auch nur ein 51er King. Okay, die Helden sind aber wirklich mau. Beim Gegner sehe ich jetzt gerade, also da ist es nicht 80 gegen 80, sondern 80 gegen 50. Da gewinnt die Queen natürlich mit den 30 Leveln, die sie über dem King steht, ganz, ganz locker. Und Royal Champion ist auch schon mit im Feld. Hat jetzt noch die Mauerbrecher gesetzt. Hier hinten. Okay. War gar nicht mal schlecht. Dann braucht die Queen da jetzt gleich nicht noch durch eine Mauer durchgehen. Aber die wird wahrscheinlich sowieso außen lang gehen. Und hier unten ist allerdings jetzt alles verstorben. Also nicht verstorben, sondern hat das Spielerende erreicht. Game over hier für die Truppen hier unten. Und aber Royal Champion ist immer noch mehr als Hälfte voll. Das war die letzte Defense und dann geht es nur noch ums Abräumen. Hier schön gemachte 3 Sterne vom Mortus. Lass mal meinen Kaffee nehmen. Bevor der wieder kalt wird. Sehr schick gemacht. Jo, jetzt gehen wir kurz nochmal einmal in den Shop rein. Also wie gesagt, im Moment gibt es ja die beiden Sachen hier. Die Schattenszenerie finde ich, wie gesagt, sehr, sehr augenschonend. Und sehr, sehr schick. Den Warden finde ich eigentlich auch in Ordnung, den Skin. Natürlich wieder mit
super, super Animation. Und wenn ich mir jetzt die Animation vor allen Dingen angucke, geht die immer schön über den Rand hinaus und so. Das sind so Sachen, die mag ich. Ne? Oder das Buch hier fliegt ja, bleibt jetzt nicht hier in dieser Skin-Vorschau, sondern fliegt auch kurz mal raus. Und das sind eigentlich so die Sachen, das Auge triggert mich gerade ein bisschen, die ich eigentlich ganz gerne mag. Und habe ich ja letztes Mal schon angesagt, klar, alles schneller, höher, weiter, neues Model, neue Texturen, besondere Animationen, stand bei den letzten ja auch schon dran, dass jetzt alles schöner und viel schneller und schicker bei Supercell ist, also finde ich in Ordnung, ist sicherlich nicht gewöhnungsbedürftig, aber er soll halt das Schattenset komplettieren und es gibt natürlich auch noch eine Szenerie zu spielen, die sogenannte Schattenherausforderung. Das ist aber, finde ich, gar nicht so eine Schattenherausforderung, sondern das ist eine Herausforderung aus der laufenden oder aus den laufenden World Warm-Up Finals und dort müsst ihr dann natürlich, ja, ihr müsst das entsprechende Video finden. Ich habe euch das mal rausgesucht, weiß aber nicht, ob ich euch das verlinken darf. Also das ist exakt die gleiche Base, die man dort auch im Worlds Warm-Up Final sieht. Der Angriff von Garku gegen PSV. Und allerdings, okay, ich habe dieses dunkle Design von der Kriegsbasis mir irgendwann mal gekauft, ist ja schon ein bisschen länger her. Und aber wenn ihr den Angriff dort seht, den könnt ihr exakt nachspielen. Dann müsste eigentlich jeder damit 3 Sterne schaffen, denn er hat exakt die gleiche Armee, die ich hier sehe. Auch mit das, was ich im Moment nicht sehe, ist, da müssen wir wahrscheinlich die Belagerungsmaschine noch tauschen. Also wenn ihr danach sucht auf YouTube Worlds Warm-Up Finals Clash of Clans und dann in den entsprechenden Livestream reingeht, und zwar fängt das Ganze an bei 3 Stunden, 2 Minuten und 38 Sekunden. Da fängt das Ganze an und dort könnt ihr euch den Angriff eigentlich anschauen und könnt ihn exakt, ja, wie gestern den Angriff kopieren und könnt euer Glück versuchen gegen die, finde ich, sehr, sehr schöne Base eigentlich. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Base. Und ich werde das mal in aller Stille machen, Leute. Muss mir aber auch erst den Livestream angucken, also nicht den ganzen Livestream. Wie gesagt, bei 3 Stunden, 2 Minuten und 38 Sekunden fängt das Ganze an. Der Live oder die Live-Übertragung ist jetzt fast exakt einen Monat her, am 6.3.2022, also guckt da ruhig rein und dort findet ihr in jedem Fall die Herausforderung, wie man sie spielen kann und oder wie sie gespielt werden soll und ja, verdient euch einfach hier 1.013.000 Dunkles einfach dazu und ich versuche mich jetzt mal wieder, ja, ich muss mich jetzt echt mal wieder schon wieder fast hinlegen, ich bin echt kaputt, ich bin irgendwie schlapp. Woran das liegt, weiß ich auch noch nicht. Das muss ich mal untersuchen lassen. Okay, ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da am Ende. Das ist nämlich jetzt. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen, denke ich mal, wieder mit ein paar Angriffen hier. Wann ich wieder live gehe, muss ich heute mal recherchieren, wie das in dem Rathaus 3-7 Turnier weitergeht. Und aber wie gesagt, von gestern, da ging bei mir gar nichts. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ich hatte den Stream auch schon vorbereitet. Das könnt ihr auf Twitch sehen. Er hatte gestern auch einen Titel. Und ich habe es dann aber trotzdem irgendwie vorgezogen, mich zu schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hart dem Wochenende entgegen. Und soll ja vom Wetter her wieder ein bisschen besser werden. Heute ist echt gruselig. Und dann können wir sicherlich wieder ein bisschen schnacken. Bis dahin. Danke, Leute. Euer Toto. Clashed.